Auf jeden Fall kam mein Vater und sagte, es ist der Befehl ergangen, einer von uns, wenn einer von uns beiden drauf gibt, das reicht, du verlässt die Stadt. Und zusammen mit einem anderen Jungen wurde ich auf einem Flugsicherungsboot eingesperrt und musste am 14. März morgens gegen 7 die Stadt mit anderen Flüchtlingen verlassen. Dass es ein Abschied für immer von meinem Vater sein könnte, dessen war ich mir wohl klar. Aber da hatte ich mich oder musste ich mich abfinden, erst als das Boot rausfuhr und ich die brennende Stadt sah und dann auch noch in Gedanken an meinen Vater war, da brach für mich eine Welt zusammen und ich fing furchtbar an zu heulen. Aber es war gut, dass ich da diesen anderen Kameraden neben mir hatte, dem es wahrscheinlich genauso mal ging. Und so waren wir wenigstens zu zweit, denn wenn ich alleine gewesen wäre, wäre das noch furchtbarer gewesen. Und während dieser ganzen Zeit dann, diese 5 Tage Flucht, haben wir uns gegenseitig dann geholfen. Was haben Sie von der Stadt gesehen, als Sie rausfuhren? Können Sie mir dieses Bild beschreiben, die Szenerie, die sich Ihnen da dargeboten hat, als Sie ablegten und rausfuhren? Es war ja morgens früh neblig und es war so ein leichter Schneeregen, es war stürmisch. Ich sah nur den Feuerschein. Silhouetten konnte man kaum mehr erkennen und man hörte ja das Krachen der Granaten noch und der Einschläge. Und es war eigentlich ein ganz kurzer Augenblick, denn ein Flugsicherungsboot hat eine ganz schöne Geschwindigkeit und das sah zu, dass es aus der Hafenecke rauskam und dann war das auch schon verschwunden. Im Nebel vor allen Dingen, auch man sah noch spärlich den Feuerschein, aber mehr konnten wir nichts erkennen. Welche Gedanken, welche Gefühle hatten Sie in diesem Moment, als Sie Ihre Heimat und Ihren Vater verlassen haben? Eigentlich gar keine mehr. Gefühlslos. Gefühlslos ist raus. Raus. Ein Gedanke war dabei. Wie sage ich es meiner Mutter? Und meiner Schwester? Und ich habe, als ich in Hamburg war, todmüde, habe ich es meiner Mutter nicht gesagt. Wo bleibt Vater? Ich sage, der kommt noch. Und das Schicksal fügte es, dass er am Nachmittag kam. Aber ich habe es meiner Mutter nicht übers Herz gebracht, zu sagen, das wird wohl nichts. Das konnte ich einfach nicht mehr.